Letztes Jahr endete die fünfte Staffel von Miraculous und jeder Fan wartet jetzt gespannt auf die sechste und siebte Staffel und möchte natürlich wissen, was dort passieren wird und wann es rauskommt. In diesem Video schauen wir uns an, welche Miraculous Specials noch in Staffel 6 und 7 rauskommen und schauen die neuen krassen Superhelden und normalen Outfits von den Miraculous Charakteren an. Dazu werden noch neue Charaktere in der sechsten Staffel kommen und viele weitere wichtige Infos in diesem Video. Aber davor abonniere und like dieses Video für mehr Miraculous Content. Und ich würde sagen, los geht's. Nachdem kürzlich erst der Miraculous World Special erschienen ist und jeder davon begeistert war, wurden jetzt zwei neue Miraculous Specials angekündigt, die bald erscheinen sollen. Und jetzt stellt man sich die Frage, um was es dort gehen wird und wie werden die einzelnen Specials dann heißen. In der sechsten Staffel sollen auch zwei neue Superhelden kommen. Der eine Superheld soll blind sein und der andere soll taub sein. Aktuell weiß man aber nicht, wer das sein wird und was ihre Aufgaben sein werden. Werden es Charaktere sein, die man kennt oder komplett neue? Das weiß bisher noch niemand, aber wir alle warten gespannt darauf. Eins ist schon mal klar, Ladybug wird in der sechsten Staffel ein komplett neues Outfit haben. Es wurde ein neues Poster geleakt zu der sechsten Staffel und man konnte schon einen kleinen Blick darauf werfen, wie das Outfit schlussendlich aussieht. Im Rücken von dem Outfit sehen wir neue Designs und Punkte und von vorne soll der Anzug ungefähr so aussehen. Mehr schwarze Elemente als rote als das alte Ladybug Outfit. Cat Noirs Outfit wird sich ebenfalls verändern, indem es mehr grüne Akzente bekommen wird. Aber nicht nur die Superhelden-Outfits werden sich verändern, auch die ganz normalen Outfits der Miraculous-Charaktere werden sich in der sechsten Staffel komplett verändern. Zum Beispiel wird Marinette nach 5 Staffeln endlich kurze Hosen tragen. Es wurden verschiedene Varianten geleakt, wie Marinette am Ende aussehen soll. Eins ist auf jeden Fall klar, sie wird kurze Hosen tragen. Ganz am Anfang von Miraculous haben sich die Entwickler sogar überlegt, dass Marinette anstatt ihre lange pinke Hose lieber eine kurze pinke Hose tragen soll. Aber das haben sie später einfach mal ganz schnell wieder verworfen und ihr die normale pinke Hose gegeben, wie wir sie alle kennen. Und jetzt in der sechsten Staffel haben sie endlich die kurze pinke Hose reingemacht. Aber natürlich sind die ganzen Infos jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sehr, sehr vieles spricht dafür. In der sechsten Staffel soll es spannend werden, wir werden die Beziehung zwischen Adrian und Marinette endlich mehr sehen und wie sie sich dabei verhalten werden. Vor allem, da die beiden immer noch nicht wissen, wer sie in Wirklichkeit sind. Vielleicht erfahren sie ja endlich in der sechsten Staffel ihre wahre Identitäten, denn das würde nochmal ganz frischen Wind in der Serie bringen. Wie werden Marinette und Adria reagieren? Müssen sie vielleicht ihr Miraculous abgeben? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Was natürlich auch kein Geheimnis ist, ist, dass Lilac zurückkehren wird. Sie wird sich vermutlich mit Gabriel zusammentun, um Ladybug zu vernichten, da sie immer noch einen ganz großen Groll gegen sie hegt von den letzten Staffeln, was sie mit ihr angetan hat. Dementsprechend ist auch ganz klar, dass Marinette Miraculous verlieren wird. Und das könnte auch dazu führen, dass sie akkumatisiert wird nach 5 Staffeln. Was wirklich ein Höhepunkt der gesamten Serie wäre, denn ohne das Marienkäfer Miraculous ist die ganze Stadt Paris in Gefahr. Denn ohne das können sie nicht den Akuma fangen. Und das sind alles Sachen, die in der sechsten Staffel passieren könnten. Freut ihr euch auf die sechste Staffel? Wenn ja, like dieses Video und abonniert diesen Kanal und schaut das letzte Video.